Mal gelernt oder hast du das alles selbst beigebracht? Nee, ich bin wahrscheinlich einer der technisch unwissendsten Menschen, die du überhaupt gibt. Also kann ich mal Fernbedienung bedienen. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video sind wir mal mit Dennis unterwegs. Ich hatte ja zu Anfang in dem allerersten Video gesagt, dass ich euch auch mal mitnehme, wenn ich mit Dennis oder mit Philipp unterwegs bin oder einfach mal mit mir selber unterwegs bin. Heute sind wir mit Dennis unterwegs. Wir begleiten ihn beim Fotoshooting mit dem Helge zusammen, der hat nämlich, wie gesagt, ein Fotoshooting mit seiner Band dort. Wenn euch so welche Vlogs, ich nenne es mal Vlogs, gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde allerdings nur mit der Legria filmen, weil ich die Kamera logischerweise für Dennis filme, für Dennis brauche, um da ihn zu filmen. Und dann ist es mit der Legria einfach einfacher. Viel Spaß! Let's go! Ich nehme euch heute einfach mal mit. Wir sind mit Dennis von Valetudo gerade beim Fotoshooting von Helge. Von Helge, die Band heißt Bashdown. Und die Jungs machen heute fürs neue Album das Cover fertig. Die wollen ein paar Fotos hier im Studio drehen, hier in Linden shooten und definitiv auch nochmal ein paar geile Fotos draußen am E-Mail-Zentrum. Noch das Herz rausgerissen! Nicht nur mein Vlog, sondern wir drehen auch für seinen Kanal. Den verlinke ich jetzt mal hier, weil dein Video wird natürlich als erstes online kommen, bevor das Video online kommt. Keine Ahnung. Ja, wird so sein. Okay. Wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit heute. Zeig mal bitte. Sehr schön. Das sieht Porno aus. Und dann wollen wir noch, ja, noch in die Klage kommt und so, an die rausarbeiten kommt. Dann. Jetzt machen wir ihre ganze Serie mit Jacke, ohne Jacke, Werte auf, ein bisschen zur Seite, bam, bam, bam. Aber erstmal, da ich keinen Alkohol trinke gerade und Autofahrer, muss ich noch mal kurz einen Schluck Red Bull nehmen. Kannst du ja auch mal Montell nehmen, ne? Aber das sagt man nicht. Darf ich mal ganz kurz? Warte. Du hast jetzt so ein langes Haar. Komplett gerade, ja? Digga? Perfekt. Noch einen kleinen Schritt zurück, bitte. Noch einen kleinen Schritt zurück. Los. Ah, da sehe ich voll fett aus. Zieh mal gleich nochmal, kannst du nochmal. Mach mal mit Kamera nochmal. Ja, aber ist alles gut. Die Perversion. Drin ist schon mal beendet. Jetzt sind wir noch ein bisschen drauf. Ich mache nicht, auf die Brücke gehen sollen, sondern wenn du dahinter guckst. Das ist wirklich. Gucken, dass wir noch einen coolen Spot finden. E-Mail-Zentrum. Immer geil. E-Mail-Zentrum hat Style, Geschichte. Die Kamera sieht dein Gesicht gar nicht, weil es so wegen dem Gegenlicht. Jetzt sieht man dein Gesicht. Ich finde es voll die geile Location. Das ist völliger Körpereinsatz hier. Können wir alle auf diesem Fahrrad? Ja, das ist geil. Total. Ja, geil. Ah, du, ja, er sieht wieder. Ja, also, achtest du auf irgendwas bei den Einstellungen? Außer, dass du jetzt in der Kamera schon schwarz-weiß gewählt hast? Nee, ich mache eine RAW-Einstellung. Also du siehst ja im Endeffekt, natürlich, wenn ich schwarz-weiß habe, dann achte ich nicht so auf die Farben, so wird das Bild am Ende dann auch. Aber auch in Farbe wird es knallen, aber in Schwarz-Weiß kann man sich das besser vorstellen. Ja, da achtet man nicht. Also ich brauche immer, es ist halt einfach in meinem Kopf drin. Hauptsache nicht rechts. Da steht das einfach in meinem Kopf drin.
Rolltor und eine Tiefgarage ist auch noch da. Da wollen wir doch in der Mitte vom Zentrum. Ja, das ist richtig räumlich. Ja? Wie sind die alle freundlich? Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so von diesem Video-Style haltet, ob ich euch öfters mal zu so etwas einfach mitnehmen soll oder ob ihr das Ganze gleich wieder vergessen, weil ihr scheiße findet, dann brauche ich sowas halt nicht machen. Dann kann ich mich auf meine eigene Arbeit konzentrieren und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Für dich wahrscheinlich auch erstmal was anderes, ne? Oder? Also für dich selber machst du wahrscheinlich oft. Genau, wir haben ja dadurch irgendwie, wir sind ja jetzt, es gibt nicht so viele, die im Gesicht tätowiert sind. Und bei mir und Helge ist immer so, wir kriegen mal voll oft Anfragen von irgendwelchen Hobbyfotografen. Mhm. Aber Akira ist jetzt zum Beispiel genauso wie Andres Herren, die sind so spezialisiert auf so Gang-Tattoos. So ein bisschen Straßen, Spaß halt. Genau. Und, ist immer ganz geil, dann da auch mitzumachen, weil wir haben dann wiederum auch cooles Material für uns. Und du siehst ja selber, was er hier Geiles macht. Ne? Ja, also, es ist wirklich brutal. Also für mich sieht es so aus, nimmt einfach nur die Kamera und schießt das Foto, aber ja. Ich weiß nicht, was er da einstellt, sieht ja. Bombe aus. Ich weiß auch nicht. Meinst du, das liegt vorne an dem Objektiv oder? Ja, ich glaube, er hat eine 50 mm Brennweite drauf. Das ist ja, das menschliche Auge ist ja auch 50 mm. Und dann arbeitet er, glaube ich, mit ein bisschen Schärfen und Tiefe. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Sieht so einfach aus, aber so eine Scheiße musst du studieren, ne? Ja. So. Also, er weiß, ausprobieren, ne? Ausprobieren. Also willst du dich vielleicht bald auf Fotos spezialisieren oder hast du Bock drauf? Könnt ihr ja mal übrigens runterschreiben, soll René Fotograf werden oder soll er bei seinen Videos bleiben? Ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten oder sowas? Es sieht übelst geil aus, was er da auf der Kamera macht. Ich würde das auch gerne so können. Glaube aber nicht, dass ich das so hinbekomme. Ey. Aber es macht auf jeden Fall, es ist geil. Learning by doing. Ja, klar, klar. Das Video drehen hast du dir auch selber beigebracht. Ja, genau, daher, genau. Talent ist da. Ja. Ansicht. Nein. Keine aber danke, danke. Ja. Eigentlich mal gelernt oder ist das alles selbst beigebracht? Nee, ich bin wahrscheinlich einer der technisch unwissendsten Menschen, die es überhaupt gibt. Also kann ich mal Fernbedienung bedienen. Aber Kamera habe ich mit der Zeit einfach gelernt. Das ist einfach, man hat sich das YouTube-Videos und wie man es alle nennt. Ne? Und dann hat man immer so, also wie gesagt, auch Andres Herren, ich glaube, wir haben drüber gesprochen, ist Stefan Oriol, ist so, das sind so Künstler, wo ich sage, krasse Scheiße. Ne? Mhm. Aber man muss nicht unbedingt, also ich sage auch ganz ehrlich, ich will niemanden nachmachen, weil wir sind nicht Amerika. Ne? Also es ist einfach, ne? Ist ja, einfach so. Ne? Also das ist einfach, wir sind Deutschland und ich möchte auch natürliche und ehrliche Leute fotografieren. Nur das ist vom Bildstil etwas, was mich sehr geprägt hat, denke ich. Ja. Mhm. Und den Lebensstil natürlich auch, weil man von Amerika rübergeschwappt ist. Ja. Ja. Fotoshooting beendet, hat jetzt auch schon angefangen zu regnen. Wir waren eben noch schnell was essen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.